Hallo, liebe Freunde der seichten Unterhaltung. Hier sind wir jetzt beim nunmehr 10. Part und wir starten gleich auch schon mit dem zweiten Verbrechen. So, wir machen weiter. Und auf geht's. Die Natives are restless. Wer sind die Natives? Sind das die, meinen Sie die Ureinwohner? Okay, vermute ich jetzt mal. Was habt ihr denn für Informationen? Spielt sich irgendwo in Europa ab und die PFO steckt damit drin. Okay, prevent this operation from succeeding. Genau, so viele wie möglich verhaften. Es gibt Doppelagenten bei der CIA. Ich soll also aufpassen. Gut, ach, stimmt. Da muss ich da mich noch einmal drum kümmern. Ich suche mir eben einmal raus, wer denn dieser nette Herr ist bei der PFA. Der große Boss ist, der Big Boss. Dauert einen kleinen Blick. So. Okay, wo die Pifa? Pifa, Pifa. Papif, Pipif. Pifa, Pifa. Da haben wir's. Das ist eine Dame, und zwar, doch, die dürfte es sein. Teilweise sehen die sich richtig gut ähnlich im Handbuch und da, aber teilweise so fast gar nicht. Gut, dann gucken wir mal. Link to this operation. Was habt ihr denn für Informationen? Die Marxisten Paris. Electronic Wiretap. Noch ein Telegramm aus Paris. Database von Interpol. In Belgrad ist Jezid Nidal. Ich denke mal, da werden wir dann auch anfangen. So. Trace to the Political Council in Berlin. Okay. Da es die Stasi auch noch gibt, denke ich mal, steht da die Mauer auch noch. So. 1990, doch, das dürfte auch zeitlich passen noch. So. Jim Dubrovnik. Gut, ich denke mal, von dem werden wir dann auch noch das eine oder andere hören. So, der hat das Telegramm gekriegt, wer immer das ist. Okay, was sagte ich? Belgrad sitzt das Jezid Nidal, oder? Ich gucke nochmal nach. Review Suspects Mastermind. Jezid Nidal in Belgrad. Da fangen wir an. Da setzen wir an. Ja, natürlich, ich denke mal, ist es euch aufgefallen, wir wissen gar nicht, welcher Fraktion ihr angehört. Das kriegen wir auch noch raus. Und ab geht's. Und wenn ich irgendwo einbrechen muss, wo möglicherweise Unterlagen über ihn zu finden sind im Computer, das kriegen wir wohl raus. Da bin ich jetzt zuversichtlich. Langer, langer, langer Flug. So, 3, 4, 5, 6, auch 7. 7 Stunden hat der Flug gedauert. Ja, wo setzen wir an? Wir wissen, die PFO steckt da mit drin und die Marxisten. Darum könnte es Sinn machen, einmal bei den Marxisten ein bisschen reinzuhören. So. Okay, fangen wir hier an. Marxist in Rom. Die interessieren uns erstmal noch nicht. Was sollten wir die jetzt in Rom aufsuchen? Da wir in Belgrad, Athen. In Belgrad sitzen viel interessantere Leute. So. Gut, das hat uns nicht wirklich viel vorangebracht. Aber wer weiß, vielleicht später, manchmal kriegt man auch über diesen Wiretap die eine oder andere Information. So, Clues. Was war hier noch? Genau, Dubrovnik, der Marxisten. Und dann brechen wir hier einmal ein. Einfach mal so auf Verdacht. Vielleicht bringt es was an Informationen. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich eh nur an deren Computer. So, dann nehmen wir mein Standard-Equipment. Granaten nehme ich eigentlich nie mit. Macht keinen Sinn. Ich finde die eh bei den Wachen immer. Und da ich generell kein großer Verwender von Granaten bin. Was ist denn hier viel los? Steigt hier eine Party? Ja, sieht fast so nach einer Party aus. So. Okay, hier haben wir einen. Okay, ach, hier sitzt Jim Dubrovnik. Nee, Jim Dubrovnik sitzt in Athen, ist aber von den Marxisten. Das könnte doch ein interessanter Hinweis sein. Vielleicht später. Aber das behalten wir mal im Hinterkopf. Okay, in Athen.
Das wissen wir jetzt auch mittlerweile, dass er da sitzt. So, na, sammeln wir ein. So, wie ihr seht, Granaten habe ich jetzt schon genug. Das Red Battalion. Okay, Max ist auf uns. Da war ich jetzt wieder mal zu schnell. Wie ich es gerne mal bin. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Ort ich diese Daten jetzt gesammelt habe. Wo denn da das Hideout ist, was ich entdeckt habe. Aber egal. Egal, wird mir schon helfen. Und wenn nicht, dann ist es eh egal. So, lauf. So, ich brauche Computer. Ja, da. Das ist auch mal eine interessante Anordnung für Computer, aber okay. So, Within vielleicht? Ist mir aber ehrlich gesagt momentan noch zu riskant, jetzt aufs Blaue hinaus zu raten. Ich vermute zwar, dass es Within bedeutet, aber ich bin mir nicht sicher. So, dann suchen wir mal weiter, ob ich noch weitere Computer finde. Also, Wachen habe ich hier auf jeden Fall schon mal mehr als genug gefunden. So viel ist klar. So, ich sehe es aber kaum, dass hier auch irgendwie einer rumsitzt. Mal kicken. So, ey, Leute, wollte ich mich jetzt verschaukeln. Ein Eingang und in sich abgeschlossen. Das passiert mir in letzter Zeit aber häufiger. So, hatten wir doch, glaube ich, vorher zu Anfang des letzten Falles auch einmal, wo es nur ein und zwei Räume waren. Gut, dann versuchen wir mal, ob wir reinkommen mit Within. Ja, confirmed, wunderbar. So, Jesid. Ah, meine Tastatur wieder mal. Nidal. PFO in Belgrad. Wunderbar. Da haben wir die Informationen, die wir brauchten. Und jetzt können wir ihn hochnehmen. Eben mal noch verkleiden. Der Alarm ist mittlerweile aus. Viele scheinen ja auch nicht mehr rumzustromern. So. Ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man sowas hat. Hier, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich zum Beispiel eine Person verhaften möchte, die sitzt hier nirgends und man muss einen der anderen Eingänge nehmen. Das ist doch gelinde gesagt etwas dämlich. So, okay. Ach, dabei fällt mir ein, es sollte ja noch die Auflösung geben. Und zwar von dem Wort Rosebud, wo das denn herkommt. Und zwar kommt das aus dem Film Citizen Kane. Das war das letzte Wort, was dieser fiktive Charakter gesagt hat, bevor er denn verstorben ist. Beziehungsweise das Wort sieht man am Ende auch eingraviert auf dem alten Schlitten von Citizen Kane. So, dann gehen wir hier einmal raus. Und wir wissen natürlich nicht, wo die PFO sitzt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber wir gucken mal, hören mal beim KGB rein. Vielleicht wissen die ja was. So, es scheint zumindest hier in der Gegend auch keinen Doppelagenten zu geben. Die sind bisher nicht gewarnt, die Wachen irgendwo. Oder aber die haben hier nichts mit dem Fall zu tun. KGB in Rom. Das könnte auch noch mit einem Grund sein. So, ich meine mich, warum ich jetzt bei der KGB reinhöre, weil ich meine mich zu erinnern, dass KGB und PFO sich recht nahe stehen. Ich hoffe mal, dass ich das noch richtig so im Kopf habe. So, okay, da haben wir aber schon ein paar weitere Infos. Genau, der hat das Geld abgehoben. Und dann kicken wir mal, ob ich denn das richtig im Kopf habe oder auch nicht. Organisation, PFO, Amsterdam und Budapest. Ne, in Belgrad brauche ich sie ja. Die haben eine Allianz mit der Stasi, aber sind auch mit der Red Army und den Marxisten assoziiert. Nicht KGB, aber über ein paar Ecken kommt man da auch hin. So, Stasi sitzt hier aber, glaube ich, auch nicht. Ne, natürlich nicht. Zumindest kenne ich den Ort nicht, Belgrad. Fliegen wir sonst einmal kurz nach Budapest, um herauszusitzen, wo die denn in Belgrad sitzen. Das ist nur ein kurzer Flug und das tut so früh im Fall nicht weh. Hier sehen wir sogar die Stasi. Okay, PFO. Doch war das überhaupt ein PFO-Mastermind?
Doch ja, Pevo, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Meine Güte. So, Wiretap. Hören wir uns mal ein bisschen um bei der PFO. So, Vienna. Das hilft uns noch nicht weiter. Aber wenn das schon jetzt so früh kommt beim ersten Anlauf, haben wir vielleicht Glück und wir müssen gar nicht einbrechen, um herauszukriegen, wo die in Belgrad sitzen. Ja, ich weiß, Kosaris hat mal wieder Wunschdenken, aber wer ist denn nicht zur Abwechslung mal schön? Gucken wir mal. Schön wär's, aber ich denke mal, so viel Glück habe ich nicht. So, na toll, jetzt habe ich den nach unten. Ich brauche einen, der nach oben geht. Und habe noch. Doch, nehme ich ja. Dann nehme ich einfach den. Ihr wusst wie. Großkoch, okay. Gut, wäre auch zu schön gewesen. Dann brechen wir halt wieder einmal ein. So, ne, Schluck trinken tue ich jetzt nicht. Und stattdessen mischen wir den Laden einmal so richtig auf. Ich habe schlechte Laune. Zack. So, ich möchte den Mastermind auf die Schliche kommen. Und ihr steht mir hier im Weg, ihr Wachen. Auch wenn ich euch noch nicht sehe, ich bin mir sicher, ihr seid hier und hört mit. Ja, so. Und rein, da haben wir wieder einen Computer. So. PLO, ja toll. Ich dachte, hier ist ein PFO. Okay. Etwas schwer. Nicht schwer, flach. Ich hab's heute mal wieder. So. Plow? Nee, das passt nicht. Flock? Keine Ahnung. Pilot! So. Toll, jetzt hab ich's. Wo saß der nochmal? Ach ja, Belgrad. So. Da haben wir das Hideout. Wunderbar. Damit können wir arbeiten. Sonst soweit dürfte die PFO aber nichts mit dem aktuellen Fall zu tun haben, da der Mastermind interessiert daran ist, dass möglichst wenig auf ihn hindeutet. Und das wiederum bedeutet, dass hier kein PFO-Mitglied außer dem Mastermind involviert sein wird in diesem Fall. Und darum bringt es auch nichts, hier jetzt großen rumzuschnüffeln. Wir haben, weswegen wir hergekommen sind. Der Mastermind ist, denke ich mal, auch noch nicht gewarnt, dass wir hinter ihm her sind. Und da werden wir, denke ich mal, gute Chancen haben, ihn zu erwischen. Und wenn wir den Mastermind haben, wird er uns wirklich alle Daten, Namen und Rollen verraten von den Personen, die jetzt in diesem Fall mit dabei sind. So, PFO. Ist denn hier ist wieder niemand gewarnt? Wunderbar. Wir hören noch einmal mit dem Wiretap ab. Das ist so irgendwie eine Angewohnheit von mir. Man weiß nie, ob es was bringt, aber es schadet nicht. Es kostet nur ein wenig Zeit und ab und zu bringt es doch sehr große, gute Informationen. Ein Kidnapping Specialist. Okay. So, PFO aktive Zelle in Athen. Ich glaube, die kannten wir sogar schon, aber egal. Wenn nicht, dann kennen wir sie jetzt. Jezid Nidal, in Budapest rekrutiert. So. Wunderbar. In der Regel ist es auch so, dass der Mastermind eine Nachricht ganz zu Anfang des Plots versendet an den Planner oder Organizer. Ist aber auch eher schwierig, die dann zu entdecken. So. Aber manchmal hat man Glück. Dann brechen wir mal ein. Heute wird auch mal wieder überzogen, wie beim letzten Part. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, kleiner Blick bitte. Ah, Entschuldigung, da musste ich einmal ganz dringend niesen. So, und dann fangen wir an. Wir brauchen, denke ich mal, wieder keine Wiretaps. Falsche Taste. Ja. Verdammt. Oh Gott, ist hier viel los. Hier ist irgendwo ein Nest. Boah. Boah. Hilfe.
Leute, das war ein bisschen viel, kann's sein? Slightly too much? So. Ja, und ich. Och, Leute, das ist doch nicht wahr. Wie gut wird der bewacht? Gut, dann. Nein, kein Exchange. Muss ich zusehen, hier jetzt schnell rauszukommen und an dem Mastermind dran zu bleiben. Message Traffic. Was immer auch der Plot ist, in Vienna läuft's ab. Also in Wien. So, dann flüchten wir schnell mal. Noch ein Message Traffic. Das ist ja richtig was los. In Budapest. Okay. So, jetzt konnte ich mich endlich befreien. Und jetzt abhauen. Fersengeld. Der Mastermind sitzt hier jetzt auch nicht mehr. In diesem Gebäude. Der versteckt sich. Aber wenn ich dieses Gebäude verlasse und wieder betrete, ist der Mastermind auch wieder da. Normalerweise. Aber das werden wir erst im nächsten Part herausfinden. Ich bedanke mich für eure Geduld und für euer Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Noch eine schöne Woche, euer Crosarius.